Gerade echt am Überlegen, wie wir das machen mit dem, ey. Ich meine, wir können mal Full Physical Damage probieren. Aber das wäre dann quasi. Aber du kannst ja sortieren. Sortier die doch mal nach Angriff. Das Ding müsste halt mehr machen. Das Problem ist halt, ich kann nicht springen und die verwenden. Das funktioniert nicht. Logrum ist halt 2 weniger Damage. Okay, lass die mal an. Gezogene Maske am besten. Ich mag das Walkürenkleid, weil ich weiß nicht, woher diese weißen Lichtstrahlen kommen. Entweder kommen die hier von den übernatürlichen Kräften hiervon. Den bringt mir halt nichts. Vielleicht ein bisschen Elemental. Ich habe nichts, was alle Elemental boostet. Ja, dann nehme ich natürlich dann den mit der höchsten Verteidigung, das ist klar. Mach mal mich bald. Wenn ich das hier ersetze durch die Schädelhalskette, dann kann ich Bunnyform benutzen mit erhöhter Angriffsgeschwindigkeit. Habe ich keine sinnvolle Scherbe mehr? Nö. Irgendeine mit einem Todesrang, maybe. Die hat noch Stufe 2. Heilige Strahlen. Oh, das sind die Zielsuchenden, ne? Aber 60 Mana ist viel. Das sind also random, hey, ich laufe durch Raum-Dinger, meiner Meinung nach. Der bringt mir das auch Raum-Clear. Was haben wir denn hier? Schlagwiderstand. Ich müsste ich erfülle. Okay. Maybe. Droppt halt meine Tech. Mehr betroffene Parameter? Was? Ha. Ich glaube, wir bleiben bei Stärke. Wir bleiben definitiv bei dem Ritter. Den habe ich so voll gepumpt. Lohnt nicht, irgendwas anderes zu nehmen. Okay, probieren wir es mal so. Speichern wir das. Und versuche es mal mit ein bisschen rumbeten. Wie weit ich damit komme. I've been waiting for you, Maria. Ich darf da nicht springen. Da darf ich überhaupt nicht drin stehen. Rückwärtsjump ist auch nicht okay. Bunny Girl macht immer noch am meisten Schaden. Alter. Oh, ich hasse das, wenn er das macht. Wenn er sich quasi in der Luft dreht. Okay, ist halt ein Feuerbullshit. Oh mein Gott. Feuer!
Er hittet so hart, Mann. Ah, das war dumm. Na! Fucking hell. Mein Mana geht zugrunde. Okay, jetzt wechselt er auf Blitz. Hör auf, Inputs zu reden, du Scheiße. Okay. Zangetsu ist eine ganz andere Nummer. Eine ganz, ganz andere Nummer, ey. Ich weiß nicht, ob Graham nicht besser ist. Drei das. Ich bin mir echt nicht sicher, was hier am besten ist. Oh mein Gott, ich hasse diese Attacke. Die mich halt immer trifft, ne? Bist du so hart, Zangetsu? Ich glaube, das Gefährliche. Das Gefährlichste ist wahrscheinlich definitiv mit sein blöder Schurikenwurf, Mann. Die ist angenehmer. Ich fehl mir auch wieder Level, wer weiß. Fuck. Was?
erstmal so 10 auf 10, wenn er seine Hellseher-Move macht hier, ey. Ist immer nice, wenn er sich dabei in der Luft dreht. No way, da auszuweichen. Das ist natürlich auch super nice, was du da machst. Komm schon, mach dein Eisding. Ich dachte, ich stehe auf der anderen Seite. Komm schon! Nein! Ich habe bald nichts gesehen, Mann. Ach komm. Come on. Oh, geht doch. Enough. How do you expect me to fight as if my life depends on it when you are clearly not? You could tell. Leck mich wirklich? Was ist das für ein Übervieh, ey? With your skill, you could have destroyed me in a heartbeat. I have a gift for you. Und zwar? What are you doing? My sword. The Zangetsuto. I came to England in pursuit of a demon named Grimory. Only by that blade may she be cut down. Grimory? That's the demon that attends Jeeble. But why give the sword to me? I've tried making contact with Grimory. But I have yet to cross paths with her even once. You think she's avoiding you? She must be. And surely you have noticed. That man you're after, Jeeble. Grimory is controlling him. But her hold on him is not absolute. Perhaps you have seen signs. A moment of weakness. A diminishing of his resolve. Yes. When I faced him on the galleon. Das Einzige, was mich gerettet hat, Yami, war, dass er in seiner Eisphase war, weil die Eisphase ist die einfachste, auch wenn es lustigerweise die letzte ist. Good. That means your ties to Jeeble are still stronger than Grimory's, and she knows it. Which means she will not allow Jeeble to be alone with you. When she appears, use that blade and cut her down. But wait. Why not come with me and do it yourself? Because if she fears me more than she fears relinquishing Jeeble, then we risk losing her.
I will have my vengeance on her. Even if it means parting with the sword. And there is something else I need to clear up while you deal with Grammary. All right. I will finish what you started. What I started? I am certain you will. Das ist so weak. Das ist storytechnisch so weak. Wait, und wo soll ich jetzt hin? Wait a second. Wo ist sie? Oh, muss ich vielleicht mit dem Schwert in den Giebelfeind gehen? Maybe. Jetzt mal speichern. Okay. Weil großartig neue Wege haben wir jetzt nicht geöffnet. Wozu speichern direkt zum Schreiner? Ah, lass den Schreiner mal Schreiner sein im Moment. Der Schreiner ist mir ein bisschen zu schreinerig. Damn. Die Katze guckt auch noch so. Okay, der Damage ist nicht schlecht. Ich wollte Support. Ich vermute mal, ich muss in den Giebelfeind. Ich wüsste sonst echt nicht wohin. Oder? Nö, ich meine Schreiner Bob. Machen wir später. Nicht jetzt. Der ist definitiv optional und nicht. Definitiv nicht jetzt. Dann schauen wir doch mal. Gehen wir mal speichern. Ob ich sie sehe oder irgendwas oder keine Ahnung. Hallo Miriam. Und du hast gar nichts zu sagen, hä? Thank you. What are you looking to buy? Is this right? Many thanks. Is this? Thank you. Thank you. Okay. Keiner hat hier irgendwas zu sagen. Bullshit. Ich habe eigentlich nochmal eine Quest von dir abgeschlossen durch Zufall. Nee. Okay. Ne, den Millionenschlüssel habe ich auch noch nicht gefunden.
Das Ding ist halt, pass auf, der Witz ist halt, warum ich das gerade so mache, ist, guck mal, ich habe 80% von der Karte und ich sehe literally nicht, keine größeren Wege mehr zum Latschen. Außer, hier hinter ist noch mehr Shit. Das ist meine Vermutung gerade. Weil guck mal, das ist alles im Grunde genommen mal freier Space hier. Das heißt, in der Theorie könnte von Gable aus, oh ne, du siehst sie jetzt im Fight und trennst ihre Verbindung mit ihm und die schließen sich zusammen und dann kannst du das Ganze nach hier erweitern. Und nach hier und hast du nicht gesehen. Deshalb probiere ich das. Ob das stimmt, I don't know. Aber ich wüsste sonst gerade echt nicht, wo sonst hin. Sind wir mal ganz ehrlich, Gable war schon vorher ein Lappen. Von daher habe ich absolut keinen Schiss vor ihm gerade. What took you so long? You presume wrong. I swore to you. Next time, obey. Ha! Vaiska! Ha! Rigadoin! Rigadoin! Aha, ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen, Spiel. At last, the Lieber Logai is mine. Think again. Miriam, I've missed you. Das ist so dämlich. Das Ding ist, ich habe gesehen, wie sich der Mond geändert ist und in der Sekunde hatte ich von meinem geistigen Auge die Beschreibung vom Schwert, weil da was von Mondspalter drin steht. I knew you were in there. I knew it. You kept your promise. Thank you. What's going on? No, the corruption shouldn't spread this fast. It's better this way. The world can be rid of me. But this castle. Shh, I know. I know I'll destroy it. But you're going to live, Jeeble. I'm glad. Warum platzt du, Ravi? Was hast du noch gefuttert? Hattest du nicht heute schon Waffeln mit Ahornsirup? Jeeble! Jeeble! Snake! Snake! Oh, you headless Spaghetti? It shouldn't have come to this, my friend. Vielleicht mache ich später auch noch Spaghetti. Are you ready, Johannes? I am if you are. Yes. I have a new promise to keep. If you plan to destroy the castle, you won't be able to do it without the Lieber Logaiath. Then I need to track down Alfred. Gremory will be after him too. Tracking Gremory might be faster. The moon, you mean? I'll try it. Okay, wir suchen also jetzt Räume mit dem Mond. Dein Ernst? Ach du Kacke. Wie soll ich denn die finden?
Dann gebe ich eine Quest dran. Ah, es gibt mehrere Ecken, wo der Mond relativ präsent war. Ich glaube, es gibt irgendwo so eine freie Fläche mit einer Terrasse. Ich glaube, wo war das? Da bist du durchgelagert und in der Mitte ist so ein. Das ist halt super merkwürdig. Da ist der Mond. In jedem Speicherraum. Aber ich meine, hey, so hast du wenigstens wieder was zu suchen. Das ist nice. Ich würde gerne... Weißt du was, wir gehen einfach mal von Anfang des Spiels, gehen wir mal die Runde. Mal gucken, wo wir einen Mond finden. Hier sehe ich keinen Mond. Also es gibt definitiv mehrere Ecken, wo der Mond relativ crazy präsent war. Da erinnere ich mich auch dran. Es ist halt sehr interessant, dass ich durch die Gegend wandern muss, um den Mond zu zerschlagen. Was ich halt merkwürdig finde, ich weiß immer noch nicht, wo Behemoths Dent ist, unsere Scherze. Behemoths Dent, nein, Behemoths Dent heißt das Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist. Am Start Mobs, was denn? Ich sehe das Problem nicht. Ecken, wo der Mond super sichtbar war, ha? Huh? Maybe hier? Ach, es gibt eine Stelle, an die ich mich erinnere, aber frag mich nicht, wo die ist, ey. Die könnte überall sein. Definitiv nicht hier. Hm.